Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde, zu einem neuen Live-Let's Play. Und zwar South Park, The Stick of Truth. Oh, wunderschön. Und ich gehe mal auf. Hallo, schönen guten Abend. Es ist Abend, weil ich abends aufnehme. Nee, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Live-Let's Play. Und ihr seht es bereits am Titel, South Park, The Stick of Truth. Oder wie ich dazu sage, der Stock der Wahrheit. Oh, das Intro macht schon mal richtig Laune. Ich hoffe, dass die Aufnahme funktioniert, dass alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder würde ich das sagen? Wir starten ein neues Spiel. Ja, ich habe schon mal ein bisschen Probe gespielt. Jetzt kommt das Intro. Of Zaron. The humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the drow elves can manipulate his land, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Das ist ein episches Intro. Aber natürlich South Park-like. Übelst übertrieben. Und ich glaube, ich habe ihm ein Nasenhaar. Ein Katzenhaar in meiner Nase. Okay. Wir dürfen uns jetzt einen Charakter erstellen. Und die Charaktererstellung, ich finde die so geil. Wir können uns natürlich die Hautfarbe aussuchen. Wir können schön käsig weiß nehmen. Schwarz. So ein bisschen gebräunt, ein bisschen leichten Tör. Das geht so mehr so ins Mandelbraun, so in den asiatischen Bereich, würde ich sagen. Das ist einfach so ein bisschen Jersey-Ding. Ich finde die Anspielung, die Insider hier, so genial. Ich würde aber sagen, ich mache nochmal ganz kurz. Ich gehe nochmal auf den Desktop. Plupp. So, das Spiel hält an. Das ist okay, das ist in Ordnung. Aber ich muss noch eben meinen Studiomodus ganz kurz noch eben. Eigenschaften. Ich muss mir eben die Echse hier rauskopieren. Und zwar kann ich dann mit DJ hier
die Lautstärke anpassen. So, tipp, 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 tipp. Oh, oh. Speichern. So. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich die Lautstärke anpassen kann. Oh, sehr gut. Ich glaube, so ist gut. Ich glaube, so ist gut. Der Ausschlag, ich kann den Ausschlag ein bisschen beobachten. Der ist okay, der geht in den gelben Bereich leicht rein. Der blau, der Bereich von meinem Mikro geht voll ins Gelbe rein. Das ist super. Okay. Gut, wir dürfen uns Maus weg. Einen Charakter erstellen. Ich glaube, ich nehme entweder den käsig Weißen. Nee. Das geht ins Asiatische mehr so rein. Das mehr so, ja, südländisch. Schwarz. Ich glaube, ich nehme mal Weiß. So. Jetzt. Hier muss ich. Ja, kann. Aber ich glaube, das kommt entweder von draußen. Oder von den Katzen. So. Wir dürfen uns hier eine Frisur auswählen. Afro. Sieht ein bisschen aus so nach Cartman. Oh Gott. Gut Haare. So, jetzt. Jetzt natürlich gucken, welche Frisur nehmen wir denn? Oh, das ist ein bisschen emo-mäßig. Okay. Wir können natürlich auch Mädel spielen, ne? Das wäre natürlich auch interessant. Okay. Das wäre so ungefähr meine Haare. Normalerweise kann man hier keinen Bart dran machen. Das ist ein bisschen blöd. Wild und zerzaust. Alles klar. Frodo-mies. Oh nee. Oh, no. Oh Gott, wir sind schon ergraut. Oh Gott. Da kommen mir irgendwie so Rich Kid Schnösel. Witzig. Der sieht auch wirklich zu alt aus, um ein Kind zu sein. Ganz ehrlich. Von der Frisur her. Da könnte ich sagen, vielleicht, ja, Klischee-Denken halt, mein Gehirn denkt leider in Klischees, das sieht aus wie so ein asiatischer Geschäftsführer. Das auch so ein bisschen, aber das mehr. Okay. Das könnten mehr so amerikanische Geschäftsführer sein, so ältere. Warte mal. Ich mach das mal mit der Maus. Farben. Ah, okay. I know words. I know the best words. But there's no better words, it's stupid. Um Gottes Willen. Nee, der geht schon ins Gelbe. Die Farbe, da geht er rein. Schön Trump-mäßig. Ich würde aber vielleicht. Oh Gott. Nirvana. Kurt Cobain lebt. Punk. Das erinnert mich immer so an so ein Lied von den Ärzten. Als ich den Punk erfand, da war das alles unerschlossen. Handelt haben sich die Leute, aßen ihre Beute und wuschen sich mit Sand. Das sieht aus wie so ein Ronin-Zopf. Ne, so die Haare ein bisschen länger. Und alles so hinten nach hinten hin zu so einem kleinen abgeschnittenen Zöpfchen. Interessant, aber ich glaube, wir nehmen. Die Frisur. Die geht aber so leicht. Das könnte eher meine Farbe sein. Oder die.
Nee, so ein strahlendes Orange habe ich nicht. Keine braunen habe ich, oder keine braunen. Ich würde sagen, die. Ich versuche mal, mich darzustellen. Ohne Bart. Warte, mein Handy hat gedudelt. Warte, Sekunde. So, jetzt geht's ans Ankleiden. Ich ziehe das nicht unnötig in der Länge. Okay, so ein bisschen Skater-mäßig. Okay, das ging ja auch. Das sieht so ein bisschen aus nach hier. Weiß ich, Blink-182, Fall Out Boy, hier, wie heißen die? He's American Idiot. Was? Komme ich gar nicht drauf, aber ihr wisst, welche Band ich meine. Okay, das war's. Das mit der Krawatte, das würde mich schon reizen. Weil, hey, da haben wir schon mal was Interessantes. Das könnten wir natürlich auch ein bisschen einfärben, aber ich weiß nicht, ob wir die Klamotten noch ändern können. Das wäre natürlich geil. Aber ich würde fast dahin zu dahin tendieren. Alles andere ist irgendwie, naja, zu normal, sag ich mal. Longsleeves. Oder das. Das würde eigentlich ganz gut passen, ne? Und Navy Blauen? Das würde eigentlich passen, oder? Ich gucke noch mal ein bisschen rum. Aber ich glaube, der it is. Nee. Wir gehen ins Blaue. So, sekundär lassen wir so. Oh, da haben wir schon mal unseren Charakter halbwegs fertig. Wir können hier noch ein Gesichts-Make-up auswählen. Verpickelt. Übermüdet. Ja, das könnte ich sein. Peter Griffin im Kinn. Blaues Auge, alles klar. Kratzer und Schramm. Ein Doppelkinn. Let's go. Es könnten Sommersprossen sein, ich habe keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall Sommersprossen. Schlamm. Und Schönheitsflecken. Ah, so ein bisschen Rouge drauf. Ah. Kampfnarbe. Oder hier so ein was Zugenähtes. Und natürlich die Knastträne. Ah, cool. Ich würde. Weiß ich, wir spielen ja ein RPG. Haben wir eine Kampfnarbe? Ein Kratzer? Ich würde fast sagen, ja. Komm, let's go, machen wir. Brillen. Okay. Interessante Brillengläser. Einige erinnern mich immer an so ein paar Bekanntheiten wie aus hier Tony Hawk's Pro Skater, Bob Burnquist. Der hat, glaube ich, auch so eine Sonnenbrille, Quatsch, Brille. Mein Chester hat, glaube ich, Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park, der hat auch so eine Brille. So eine Ecke. Möge er ihn fliegen.
Oder auch andere. Das sieht halt schon punkig aus, aber ich selber trage ja zum Beispiel keine Brille, also machen wir da auch eine Brille. Ich habe zwar auch keine Kampfnarbe, aber dafür hat der da keinen Bart. Also, dann nehme ich schon mal aus. Und jetzt kommen wir in die Einführung.